Auf der Wache Köln-Mülheim wird eine hilfesuchende Frau gleich für große Unruhe sorgen. Der Inhalt eines geheimnisvollen Pakets könnte nicht nur für Sie, sondern für die ganze Inspektion eine große Gefahr darstellen. Hallo. Sagen Sie mir nochmal alles. Ja, mein Name ist Diane Feldmann und ich habe ein Paket zugeschickt bekommen. Und ich traue mich nicht, das zu öffnen, weil ich habe schon seit einer Woche auch Drohbriefe bekommen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwas drin ist. Hier ist auch schon Blut dran. Jetzt haben Sie es aber schon auch transportiert alles, ne? Ja. Ich lasse mal rein. Okay. Ich mache Ihnen mal die Tür auf. Kommen Sie mal bitte rein. So, stellen Sie es mal bitte vorne in am Tresen, ist halt immer ein bisschen ungünstig. So, und das haben Sie bekommen? Ja, das habe ich auf die Arbeit zugeschickt bekommen. Okay. Und ich habe keine Ahnung, was da drin ist und ich traue mich auch nicht wirklich, das zu öffnen. Ich habe auch schon Briefe bekommen. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn Sie es zu Hause hätten stehen lassen. Ne? Weil jetzt, ich habe es ja auf die Arbeit geschickt bekommen. Ja, oder dann auf der Arbeit, also nicht mehr rumtragen. Mhm. Wir wissen ja leider nicht, was drin ist. Was sind denn für Briefe? Von wem haben Sie eure Feinde oder was? Ich habe die mit zur Arbeit genommen, weil wir da einen Juristen haben. Und ich habe ihm die gezeigt und er hat mir geraten, damit zur Arbeit, zu Ihnen zu kommen. Also sie sind in unterschiedlichen Abständen immer wieder gekommen, das seit einer Woche. Und die richten sich ganz klar gegen meinen Hund. Das ist Ihr Hund? Genau, richtig. Haben Sie denn da im Haus? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Der ist alt, der tut niemandem was. Ich weiß nicht, warum, also wer das sein könnte. Ja, haben Sie denn da irgendjemanden, der... Den Sie, haben Sie gar keinen Verdacht? Nein, gar nicht. Gar nicht, der ist schon alt und... Der hat noch nie jemandem irgendetwas getan oder sonstiges. Ich habe gerade eines reingekriegt. Freilaufender Hund, Frau Schleier meldet in der Vollerstraße. Da wohne ich. Und Frau Schleier ist meine Nachbarin. Wo ist Ihr Hund denn jetzt? Den habe ich zu Hause eingeschlossen. Also es kann aber nicht mein Hund sein, weil ich habe abgeschlossen. Der freilaufender Hund hätte wo angeblich auch schon irgendwie jemanden gebissen. Aber Schleier sagt jemand... Frau Schleier ist meine Nachbarin, ja. Bevor die Beamten zur Adresse der jungen Frau fahren, um den freilaufenden und mutmaßlich bissigen Hund einzufangen, öffnen sie zunächst das Paket. Der Anblick sorgt für blankes Entsetzen. Mein Gott! Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Das ist nur ein... Ich habe gerade auch gedacht. Stofftier. Ja, Gott sei Dank. Beziehungsweise. Ja, aber sehen Sie da, wobei das schon richtig heftig ist, ja. Das ist schon krass, ne? Schon ordentlich. Also, wenn man so eine Scheiße macht, dann weiß ich nicht. Zumal der Ihrem Hund. Was wollen Sie für eine Hausnummer? 87 bis 89. Ja, das ist. Zumal der Ihrem Hund relativ nahe kommt. Ne? Also, das ist schon richtig heftig. Wer macht denn sowas? Ich kann mir nicht vorstellen, der hat noch nie irgendjemandem was getan. Und ich habe auch keine Feinde. Es muss ja nicht um den Hund gehen. Vielleicht haben Sie sie mit irgendeinem. Aber die Drohbriefe sagen ja auch ganz klar, dass es da um meinen Hund geht. Ja. Fahrt ihr mal raus. Fahrt euch das mal an. An der Adresse. Dann brauchen wir Feuerwehr gar nicht hinschicken. Gucken, ob ihr das findet. Ich nehme Stürmchen mit, ne? Ja. Während sich Paul Richter und Robin Sturm auf den Weg machen, erfährt Christian Reuter, der Hund ist in dem Mehrfamilienhaus möglicherweise ein ungebetener Gast. Also eigentlich sind auch keine Hunde bei mir im Haus erlaubt, aber der ist halt schon alt und meine Vermieter hat halt gesagt, dass es dann in Ordnung ist. Und vielleicht hat sich dann einer daran gestört, wenn die dann sagen, ich hätte auch gern einen Hund, dürfen aber vom Vermieter her nicht und sie ziehen jetzt ein. Und dürfen aber. Da ist ja die Gleichberechtigung irgendwo nicht gegeben. Und dann kann es natürlich sein, dass sich dann einer gestört fühlt. Hunde bellen ja auch in der Regel. Vielleicht stört das ja. Aber der ist ganz ruhig. Eigentlich schläft der überwiegend. Ich muss ihn schon zwingen, zum Gassi gehen. Ja, das ist, weil die Leute, jeder sieht das auch ein bisschen anders immer. Ne? Den einen stört es, den anderen stört es nicht. Das ist halt das Problem. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir nehmen das jetzt alles mal auf, weil das finde ich auch schon heftig. Und auch da, also so viele, selbst die, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, die haben ja meine neue Adresse noch gar nicht. Ja. Das ist ja noch gar nicht, das sind 3 Wochen jetzt erst her. Ja, wir werden da auf jeden Fall eine Anzeige fertigen wegen der Bedrohung hier. In der Zwischenzeit erreichen Robin Sturm und Paul Richter die Adresse der Dame, die im gleichen Haus wie die Melderin wohnt. Handelt es sich tatsächlich um den Vierbeiner der Frau auf der Wache? Schleier? Also wäre richtig. Guck mal, kommt der hier bekannt vor? Das ist der Herr Schleier. Frau ist Junge, ja. Geht noch weiter hoch, oder? Ja, geht noch ein Stück. Komm,
ich mal gucken. Was ist das hier? Hier ist die Tür auf. Offen, ne? Aha. Hier hängt auch eine Leine. Hier ist ja die Dingens, oder was? Feldmann. Ja, ist das sie? Die sagt aber, geh mal rein, die sagt, er wäre abgeschlossen. Hallo? Die Polizei. Sieht aber komisch hier aus, ne? Hier haben wir nichts. Ich bin ja baff hier. Sollen wir in das andere Zimmer gucken? Hier ist auf Kipp. Ich geh mal gucken. Mhm. Schlüssel dran. Waschmaschine trockner. Badezimmer leer. Okay. Ach, schon mal. War die nicht gerade an der Wache? Was sagst du? Da unten ist der Rettungsdienst. Hä? Ich höre die. Aber die Tür ist nicht aufgehebelt, ne? Ja, wir sind auf, wir kommen mal runter. Ja, wir gehen mal runter. Ich ziehe hier einfach mal zu. Ne? Der Rettungsdienst wurde ebenfalls von der Frau alarmiert, die vom freilaufenden Hund gebissen wurde. Im Keller treffen die Beamten auf die Kollegen und die verletzte Nachbarin. Der Hund wurde nachts von der Tür abgehört, ins Gelenk gebissen. Der Hund hat sie gebissen. Lass sie mal sehen. Was war das denn für ein Hund? Von der Nachbarin. Ich bin einmal ums Haus gelaufen und da läuft der Hund rum und beißt mir einmal ins Gelenk. Aber Frau Schleier, sind Sie mir nicht böse? Das sieht aber nicht aus wie ein Hundebiss. Doch, du hast ein Hundebiss. Nee, das sieht leider nicht so aus wie ein Hundebiss. Was haben Sie denn da gemacht? Was kann das denn sonst sein? Das ist das ein Hundebiss. Und das soll der Hund von wem sein? Von der Nachbarin. Wie kann auch der Vermieter sowas Frau erlauben? Wer? Ja, Diana heißt sie. Frage mich jetzt nicht nach dem Haus. Mhm. Ich bin nur so aufgeregt. Wie kann der Vermieter sowas auch zulassen? Hier sind Hunde grundsätzlich nicht erlaubt. Und wo soll er oder wo hat er sie angegriffen? Hören Sie mal zu, wo hat er sie denn angegriffen? Hier draußen vor der Tür. Draußen. Und dann beißt er mir einfach ins Handgelenk. Das tut wahnsinnig weh. Hören Sie mal zu, im Gartenbereich oder vor der Tür? Vor der Tür. Vor der Tür, aha. Hast du mitbekommen? Also Hund soll sie wohl gebissen haben. Das gibt's doch nicht. Verboten gehört für was. Lass mal rausgehen. Verboten! Auf der Wache nimmt Christian Reuter zur gleichen Zeit die Anzeige wegen Bedrohung auf. Die junge Frau ahnt noch nicht, welche schweren Vorwürfe ihre Nachbarin gegen ihren Hund erhebt. Vor allem, mein Hund beißt auch nicht. Das kann der gar nicht sein, der jetzt da. Das ist, der ist lieb, der hat noch nie jemanden gebissen. Ich bin jetzt kein Hundetrainer oder so. Ja. Ich habe da schon ein bisschen Ahnung von, aber wenn ein Hund sich irgendwie bedrängt fühlt oder bei Fremden, vielleicht auch nur gezwickt oder... Aber selbst meine kleinen Cousinen, die dann da an dem rumspielen, der lässt alles mit sich machen. Und bei Fremden? Wenn auch nicht, nein, ich habe noch nie Probleme mit ihm gehabt. Und dann irgendeiner ihr Vermieter vielleicht einen Schlüssel hat noch oder... Einen Zweitschlüssel, ja. Ja, aber hat der Vermieter. Also und unser hat ihn ja erlaubt, den Hund zu halten. Ne? Ja. Dann haben sie auch schriftlich im Mietvertrag, dass sie ihn halten dürfen. Ja. Und das ist auch genau vor 3 Wochen passiert. Also ging das los mit den ganzen Briefen hier vor 3 Wochen circa. Ja, ja. Ja, nee, seit ungefähr einer Woche erst. Also es war, und Sie wohnen im gesamten 3 Wochen wohnen Sie da und seit einer Woche geht das los. Und seit einer Woche bekomme ich diese Briefe, ja. Ja, gut, da kann man eins und eins zusammenzählen. Das eigentlich zusammenhängen muss. Da wird sich irgendeiner gestört fühlen, ne? Nur, ich weiß aber nicht, so ist eine Sache. Der bellt nicht, wenn jemand durchs Treppenhaus geht, nichts. Das ist die eine Sache. Aber so ein Paket dann zu schicken, ist schon wieder eine Nummer heftiger, finde ich persönlich, ne? Ich kann es mir einfach nicht erklären. In dem Mehrfamilienhaus hat der Rettungsdienst bereits den Verdacht geäußert, dass der Biss nicht durch einen Hund verursacht wurde. Auch die Beamten zweifeln an der Aussage der Nachbarin. Nicht so fest, das tut das weh. Das ist nicht fest, Frau Schleier, das muss so. Die kann was erleben, die Nachbarin. Die soll bloß abhauen mit ihrem Hund hier. Sowas können wir hier nicht gebrauchen. Das gab's noch nie. Nee. Stimmchen, bist du hier? Ich bin hier, ja. Soll ich mal reinkommen? Nee, ich komm mal raus. Dass ich jetzt hier rumlaufen muss. Was hast du? Guck mich das an. Nee. Ohne Hund hätte es das hier nicht gegeben. Okay. Nee. Ja, sieht so ein bisschen so aus, ne? Frau. Nee.
Frau Schleier, ne? Gott sei Dank sind Sie noch hier, Jürgen. Schnell gekommen. Guckst du mal gerade da rein? Ja. Du hast da jemand, ja, hier, ne? Ja, ja. Hast das du? Das sieht eher aus wie ein Hundebiss. Ja. Hier, Frau Schleier. Ach, ein Hundebiss. Ist es kannst ja auch. Kannst du Handschuhe an? Kannst du ja. Das mal gerade rausholen? Frau Schleier. Ist ein Hundebiss. Was soll es denn sonst sein? Nee, was haben Sie denn da? Gucken Sie, das Blut habe ich noch im Eimer hier. Schauen Sie mal, da ist noch Blut dran, Frau Schleier. Ja, und? Zu, und das passt zu den Wunden, die Sie am Arm haben. Was habe ich denn damit zu tun? Ja, das ist jetzt die Frage, was Sie damit zu tun haben. Nichts habe ich damit zu tun. Der Hund hat mich gebissen. Frau Schleier. Wenn Sie den Hund sehen würden. Mann, das ist doch, der ist ja groß. Ist Frau ja Schleier, Monster, ist das. Frau Schleier, hören Sie mir mal zu. Der Sanitäter ist ganz klar, dass der Biss nicht von einem Hund sein kann. Und das haben wir jetzt hier gerade im Raum gefunden, ne? Wollen Sie uns dazu was sagen? Natürlich, guck mal hier, hier habe ich auch schon Hundebiss. Ja, aber der ist schon ja ein bisschen anders. Älter. Ja, und? Das sieht aber anders aus, Frau Schleier, wie das. Das sind zwei verschiedene Wunden. Das ist eindeutig ein Hundebiss, aber das ist auf jeden Fall älter. Ja. Also die wurden schon mal vom Hund gebissen? Ja. Und dieses Mal? Frau Schleier. Auch, ich bin traumatisiert. Auch. Wenn okay. Ich so viel ja schon Frau Schleier. Verwalten sehe, da kriege ich zu viel. Die Beweislage ist eindeutig. Dennoch bleibt die Nachbarin bei ihrer Version der Geschichte. Paul Richter hat genug gehört und fordert eine Erklärung. Also was mich jetzt interessiert ist, wie kommt das Blut an diese Zähne? Wieso liegen die ausgerechnet neben Ihnen, wenn uns der Rettungsdienst der Stadt Köln mitteilt, dass das kein Hundebiss sein kann? Die wissen ja, was zu machen. Die verstehen ihr Handwerk. Naja, ich will ja ehrlich zu Ihnen sein. Ja, besser ja, ist sollen Sie mal. Die neue Nachbarin wohnt jetzt seit ein paar Wochen hier im Haus. Mit so einer Hundetölle. Brauche ich ja gar nicht hier. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Seitdem ich hier. Können Sie einmal aufstehen gerade, wenn Sie. Wissen worden versuchen Sie, ob es aufgeht hat. Nur, dass wir einmal auf Augen. Ich will nur gucken, ob es stehen kann. Das ist alles, ich habe so viel Blut verloren. Ja, gut. Also selbst verursacht. Wollen wir nicht übertreiben. Also, Frau Schleier. Das Blöde an der ganzen Sache ist nämlich, dass so die Aussagen, die Sie gerade so ein bisschen getätigt haben, die passen so ein bisschen. Auf so ein paar Drohgebärden überein oder stimmen mit denen überein, die wir heute von Ihrer Nachbarin mitgeteilt bekommen haben. Haben Sie Ihrer Nachbarin was geschickt? Ja. Okay, das waren Sie also. Ich wollte den Hund loswerden. Und haben Sie was da habe ich hier ein paar vielleicht nicht so schöne Briefe geschickt. Und ein Paketchen. Und mit dem Paketchen waren Sie auch? Ja. Ich wusste einfach nicht weiter. So. Da habe ich ihr halt reparierten Hundekopf zukommen lassen. Ja, den haben wir schon gesehen. Also, wie kommt man da drauf? Aus der Kanone, ne? Wie kommt man da drauf? Ja, ich bin, wie gesagt, traumatisiert. Gucken Sie sich das doch an. Aber war das war ja nicht der Hund von mir. Aber sowas sollte mir nicht noch mal passieren. Da wollen Sie vorbeugen. Ja. So, jetzt mal zusammengefasst. Warum steht denn die Wohnungstür oben bei Ihrer Nachbarin offen? Waren Sie da auch dran? Ja. Und wie sind Sie da reingekommen? Mein Mann, der ist hier Hausmeister. Ach, Frau Schleier, jetzt hören Sie auch mit den... Oh, ja, und ja. Dann habe ich mir den Generalschlüssel stibitzt. Und dann bin ich halt, da habe ich mir Zugang verschafft. Und dann ich wo den ist denn der Hund jetzt? Rausgelassen, die Türen aufgemacht und die Haustür. Und dann bin ich hier ganz schnell runtergerannt. Es besteht zwar keine Gefahr, dass der Vierbeiner jemanden angreift. Dennoch könnte er zum Verkehrsrisiko auf den stark befahrenen Straßen der Innenstadt werden. Lange müssen die Beamten jedoch nicht suchen. Mir ist gerade der Hund entgegengelaufen. Oh, das ist gut. Kommen Sie mal zu mir. Kommen Sie einmal hier von der Straße. Kommen Sie mal zu mir. Ja, klar. Wo haben Sie ihn? Ich bin gerade hier langgelaufen und... Da kam der Hund auf mich zugelaufen. Ich kenne ihn, Gott sei Dank. Okay. Wem ist der Hund denn? Das ist der Stanley, der ist von der Frau Feldmann. Ach, das sind gute Nachrichten. Den haben wir nämlich gerade gesucht. Ach so. Ja, ja, ich habe mich schon gewundert. Frau Feldmann nirgendwo gesehen. Ja. Und kam er dann direkt auf mich zugerannt. Ja, wir schon ein Problem weniger. Frag mal, was für ein Hund ist. Ja, wenn er sagt, er kennt Sie, wohnen Sie auch im Haus? Sind Sie Nachbarn von der Frau Feldmann? Ja, ich bin Nachbar davon. Ja, pass mal auf, frag mal nach, ob die Frau Feldmann den Hund bei ihm lassen will. Oder ob wir ans Tierheim abgeben. Also ich würde den direkt, also ich kann auf den aufpassen, dann kann die Frau Feldmann den bei mir abgeben, ist kein Problem. Ja, okay, ich dachte, ich muss mal fragen, ob sie auch verstanden ist. Ah, das ist super. Und wo ist er Ihnen entgegengekommen? Hier auf der Straße. Nachdem die Beamten die Leitstelle über den Fund informiert haben, überlassen sie das Tier dem hilfsbereiten Nachbarn. Auf der Wache überbringt Christian Reuter die gute Neuigkeit. So, wir haben gute Nachrichten. Die Kollegen haben den Hund, also ihrem Hund geht's gut. Okay. Und der hat auch nicht gebissen. Das ist irgendwie, würde er auch nicht genau, er hat mich gebissen, also gibt es zwar eine Verletzung, aber das müssen die Kollegen jetzt gleich mal genauer erklären, was da war. Da gibt es noch einen Nachbarn Simons,
Sagt ihr denn? Ja. Ja. Der würde den Hund jetzt, der wäre bereit, den Hund so lange zu nehmen, bis sie kommen. Ansonsten müsste der Hund ins Tierheim. Nein, nein. Und das wäre eventuell mit Kosten verbunden. Die Hundehasserin muss sich wegen Nachstellen, Bedrohung und Missbrauch von Notrufen vor Gericht verantworten.